Wann sagt man, das ist eine große Sünde? Die Gelehrten haben dazu Stellung genommen. Und zwar, da haben sie gesagt, jede Sünde ist natürlich von Allah subhanahu wa ta'ala erklärt, dass es verboten ist. Das ist allgemein. Das ist verboten zu tun, zu sagen, zu machen und so weiter und so fort. Entweder durch Koran oder durch authentische Sunna. Das ist als Regel. Jetzt aber groß und klein. Die Sünden, die mit einer Strafe in der Hölle in Verbindung gebracht wird, mit Fluchen oder Al-La'n, das wird mit Verfluchen. Sünde, die mit einer Strafe am letzten Tag verbunden ist oder ein Had, eine Strafe im Leben, die sind große Sünden. Die sind große Sünden. Und Allah hat die deutlich verboten und der Prophet sallam hat das deutlich verboten, aber dieses Verbot ist nicht so nur normal, sondern sage ich jetzt effektiv und man merkt, dass es anders ist als die kleinen Sünden. Alles andere ist eine kleine Sünde. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aber nochmal. Nicht, dass man sagt, ja, kleine Sünden kann ich mir erlauben, wie ich will. Das ist kein Zeichen des Imans. Das ist Zeichen von Heuchlerei, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Na. Und deshalb der Moslem versucht, keine Sünden zu begehen und keine Sünden zu machen, ob die klein wären oder groß wären. Und der macht sich keine Tabelle. Heute habe ich drei große Sünden und sieben kleine Sünden gemacht. Wir machen alle kleine Sünden, weil das gehört zu unserer menschlichen Schöpfung. Aber die großen Sünden können wir natürlich alle meiden.